Die Trave, der Segler Passat und neue Bänke, von denen man das maritime Treiben beobachten kann. Aber diese Bänke sind nicht einfach nur Bänke, sondern viel mehr. Die zuständige Stadt Lübeck ist mächtig stolz auf die neue Errungenschaft. Die Bänke sind hinsichtlich ihrer Gestaltung eben keine Standardlösung, die man ansonsten aus dem Katalog bestellt, sondern eine gesonderte Anfertigung für diesen Standort. Die gibt es auch nur so in Travemünde. Die Form der Bänke erinnert an Schiffe. Das Holz ist besonders edel. Diese Exklusivität hat natürlich ihren Preis. Das Einzelstück kostet 20.000 Euro. Also bestimmt kosten Bänke Tausende, aber vielleicht nicht 20.000. Doch. Wenn man bedenkt, wie viele Bänke hier stehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber da kommt ja schon ein schönes Sümmchen zusammen, ne? Ja, es sind 29 Bänke und die kosten zusammen 580.000 Euro. Geht das denn auch günstiger? Diese Frage muss man eindeutig mit Ja beantworten. Es geht günstiger. Die Frage ist, ob an dieser Stelle günstig wirklich das Bessere ist. Oder ob wir hier nicht eine andere Zielsetzung verfolgen. Das ist in meinen Augen hier Steuerverschwendung hoch 3. Ich weiß, dass Sie es in Lübeck nicht gerne hören wollen, aber ich bleibe dabei. Aber finden Sie erst mal eine optisch ansprechende Bank, die deutlich günstiger ist. Das ist gar nicht so leicht. Gut im Internet. Da gibt es auf einen Klick gleich mehrere Modelle. Wunderbare Bänke, die wesentlich billiger sind, aber die meines Erachtens bequemer aussehen, bequemer sind, aber nur für 1.200 Euro. Doch billigere Bänke wären für die Stadt Lübeck teurer geworden. Denn für solch normale Sitzgelegenheiten hätte es kein Geld vom Land dazu gegeben. Bei Standardlösungen gäbe es zumindest aus diesem Fördertopf nicht die Förderung. Der Topf dient dazu, dieses Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben und eine besondere standortangepasste auch Qualität zu schaffen. Merke, wer günstig kauft, kauft alleine. Nur bei den teuren Lösungen schießt das Land 70% zu. Kann der kleine Mann da auch ran? Dann würde ich sofort sagen, die sollen mein Dach abreißen von dem Haus. Neues Dach rein. Hab kein Problem damit, wenn sie es mit Blattgold machen, wird das denn, wenn die das bezahlen. Aber es ist doch nicht Sinn der Sache, wenn es teurer ist, dann gibt es Fördermittel. Wenn es billiger ist, nicht. Doch, das ist der Sinn der deutschen Förderpolitik, wohingegen Sitzen nicht der alleinige Sinn dieser Bänke ist. Das Ganze nur auf die Nutzung zu reduzieren, greift, finde ich, viel zu kurz. Die Bänke sind so viel mehr, so schick, so toll, so teuer. Sie allein aufs Draufsetzen zu reduzieren, das wäre viel zu billig.